Babys kommen nach der Geburt in eine für sie fremde Welt. Doch erstaunlich schnell können sie sich darin orientieren. Wie sie das machen, erklärt Entwicklungspsychologin Sabina Paun von der Universität Heidelberg. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann ist es ja umgeben von unendlich vielen Gegenständen und Personen und Sachen und Tieren und was weiß ich, was doch alles, was zur Welt gehört. Und die Frage, die wir uns schon länger stellen, ist, wie bringt das Baby Ordnung in dieses Chaos von Dingen um es herum? Man könnte auch anders sagen, wie bildet es Kategorien? Da kann man sich einmal vorstellen, die Babys würden vielleicht alles zusammengruppieren, was ganz ähnlich aussieht, ja, was nicht ganz ähnlich ist. Oder man kann sich vorstellen, es fängt erstmal mit einer groben Ordnung an und macht die dann immer feiner. Und was unsere Forschungsergebnisse der letzten 10 Jahre eigentlich gezeigt haben, ist, dass das zweite der Fall ist. Und das ist schon ein bisschen überraschend. Also die erste Unterscheidung, die die Babys machen, sehr früh offensichtlich schon erste Ansätze mit 2 bis 3 Monaten, wenn sie gerade ungefähr gucken können, ist die Unterscheidung zwischen Lebewesen und unbelebten Dingen. Es ist nicht so einfach, das herauszufinden, was für Kategorien die Babys im Kopf haben, weil sie ja noch keine Sprache haben und man sie nicht fragen kann. Also muss man sich Experimente dazu ausdenken. Und das gängigste Versuchsform sieht vor, dass man den Babys wiederholt Exemplare einer Kategorie zeigt, die sich aber äußerlich unterscheiden. Also zum Beispiel der Marienkäfer, die Giraffe, ein Nilpferd, eine Schildkröte, ein Fisch, ein Vogel, alles nacheinander. Dann, ganz am Ende dieser Reihe, kommt ein Objekt, das nicht dazugehört, zum Beispiel dann der Schrank. Wenn das Baby jetzt schon eine Kategorie im Kopf hat, dann wird es, obwohl es immer wieder was Neues gekriegt hat, trotzdem sich zunächst mal gewöhnen und immer weniger interessiert sein, wenn es neue Tiere kriegt. Macht es das und ist am Schluss wieder überrascht, also steigt seine Aufmerksamkeit wieder an am Ende, wenn es etwas aus der anderen Kategorie bekommt, dann schließen wir daraus, dass es diese Kategorien unterscheidet. Im Moment versuchen wir auch über Hirnstrommessungen zu erfahren, ob das Gehirn unterschiedlich reagiert, wenn wir ihm zum Beispiel Tiere und Möbel darbieten. Und uns interessiert auch, ob das Baby schon Erwartungen hat, dass bestimmte Dinge auch bestimmte Arten von Geräuschen machen. Also wenn wir ihm zum Beispiel ein Bild von einem Hund zeigen, erwartet es dann, dass der Hund bellt? Oder ist es ihm auch recht, wenn das brummt wie ein Staubsauger? Das zeigen wir den Babys, also wir zeigen ihnen Bilder und dann spielen wir Geräusche dazu ein und wir messen, wie ihr Hirn reagiert, wenn die Geräuschbildpaare zusammenpassen und wenn sie unterschiedlich sind und nicht zusammenpassen. Also dieses Paradigma, mit dem wir hier arbeiten, wo erst gewöhnt wird und dann etwas Neues gezeigt, das ist ganz klassisch in der Säuglingsforschung. Und was sehr interessant und spannend ist, ist, dass diese Geschwindigkeit, mit der sie sich an Neues gewöhnen, offensichtlich mit der späteren Intelligenz ziemlich hoch korreliert. Also korreliert heißt, es hängt zusammen, Babys, die schnell sich gewöhnen, erreichen später in Intelligenztest höhere Werte und umgekehrt, die sehr lange brauchen, die erreichen niedrigere Werte. Die Studien, die wir durchführen, die haben zunächst mal einfach, sind die von der Neugier getrieben, Babys besser zu verstehen und zu verstehen, wie sich das Wissen aufbaut. Aber es gibt auch Anwendungsgesichtspunkte. Wir haben festgestellt, dass die Babys, die mit 11 Monaten schon sehr weit waren, Kategorisierungsfähigkeit, mit 12 Monaten auch schon den größeren Wortschatz hatten. Also es gibt Hinweise darauf, dass diese Denkleistungen mit den Sprachleistungen später zusammenhängen. Wenn man das weiß, kann man natürlich auch überlegen, ob man das irgendwann gezielt fördern sollte.